Hallo und willkommen zurück zu Celeste, wo wir jetzt uns die goldene Erdbeere gönnen. Und zwar nicht die hier, sondern die goldene. Ja, die eine einzig wahre. Ach ja. Eine von unter Umständen mehreren. Ich meine, wir haben sie ja eigentlich auch noch nicht gesehen. Also solange ich das Level noch nicht gebietet hatte, waren goldene Erdbeeren ja noch nicht angezeigt. Man kann ja nicht ein Goldberry One First Try machen. Das wäre ja was. Ja. Kann ich safe staten? Nein. Das ist auch mein Intent. Mein Intent ist nicht zu safe staten, also sollte ich auch nicht safe staten können. Das ist alles so richtig so, dass ich das nicht safe staten kann, ja. Wenn ich es fehle, dann sterbe ich. So, so ist das halt. So ist das. So funktioniert die goldene Erdbeere. So ist das halt. Muss den Jump schaffen? Ich habe an sich die Fähigkeit dazu, mit halbem Speed zumindest, den Jump zu schaffen. Auf normalem Speed bin ich mir da nicht so sicher, aber mit halbem Speed ist es auf jeden Fall etwas, was ich kann. Was, wo ich auf jeden Fall sagen kann, dass da bin ich in der Lage zu. Es ist auch viel zu nah. Man kann es einfach nicht ohne. Naja. Naja, ich werde zu 100% einen Schlüssel hier aufgeben, auch wenn ich es nicht will, aber. Aber naja. Ich meine, normalerweise würde man viel mehr Schlüssel aufgeben, also von dem her kann ich jetzt nicht groß complain drüber. Weil wie gesagt, normalerweise würde man halt viel mehr Schlüssel aufgeben müssen, also von dem her. Und eigentlich ist es wahrscheinlich nicht immer relevant, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Man kriegt, glaube ich, einfach mehr Schlüssel, als man braucht. 3, wir haben 4 eingesammelt, oder? Ich denke schon. Oder kann ich den jetzt wirklich... Wait, what? Konnte ich den jetzt saven, weil ich schnell genug war? Geht das? Okay, das ist interessant zu wissen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Schlüsselverwenden auch geslowdown wird, wenn das Spiel geslowdown ist, aber falls ja, wäre das eine Strategie potenziell, die man, okay, die man potenziell nutzen könnte. Keine Ahnung, wie viele Schlüssel ich meine keepen kann. Es kommen ja definitiv noch ein paar mehr Punkte, wo quasi mehrere Schlüssel, also wo es ja so ist, dass man quasi einen Schlüssel verbraucht, um einen Schlüssel zu kommen, um wieder einen Schlüssel zu verbrauchen, um wieder einen Schlüssel zu kommen, also und so. Und joa, wo sind das, ob es da eine Methode gibt, wie ich da, normalerweise kriegt man, glaube ich, 2 Schlüssel aus der raus, wenn man die komplett durchmacht, die Stelle. War das so meine Erfahrung beim letzten Mal? Okay, also wir begeben uns zu dem Punkt, wo es ernst wird. Vielleicht der nächste Raum ist der, wo es ernst wird. Ich meine, ich muss das erst nicht treffen, aber hey, warum nicht? Dinger können mich töten. Ich will mir also nicht, ich will so nicht like, zu schnell sein und dann daran sterben. Safe State geht nicht, schön. Hm. Oh, ich habe das Spiel nicht verlangsamt. Ich bin so ein Vollidiot, ETF. Ja, mit 160 Speed schaffe ich es natürlich nicht, ja. Ich habe auch komplett vergessen, das Spiel zu verlangsamen. Ja, wahrscheinlich bald schaffe. Wer sonst? Echt ein bisschen lame. Ja.
Schild habe ich nicht verraten. Drei Stück. Und jetzt sind es immer noch drei Stück. Also ich war schnell, ich habe mich gesaved. Gut, eines nice, ich sag nicht nein dazu, eines zu behalten. Oder mehr Rande zu behalten. Umso mehr, umso besser. Wie viel Uhr das dauern wird, bis ich hier durch bin. Weil ich es ja jetzt schon an sich an einem Tag aufnehmen will. Alles andere war über mehreren Tage aufgenommen. Die anderen Videos, was ja auch um die Sinn ergibt, weil es war ja, wie viel war das am Ende? 70 Stück oder so? Das war irgendwie so ein bisschen Hölle. Oh ja, ganz ehrlich, ich sag's ja. Also, dran denken, den Speed zu verringern. So, 50, ja, I guess. Toll. Ich hab's verkackt, toll. Ah, was soll das? Ich werde euch passieren. Leute, wir sind wieder da. Und jetzt habe ich es geschafft. Jetzt, wo ich euch nicht mitgenommen habe auf dem Weg, habe ich es geschafft. Das ist irgendwie sehr lustig. Okay, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich da nicht hochgehen soll. Oder? Genau, nicht zum Schlüssel, der es gibt nämlich. Wie auch immer. Okay, weird, das ist so weit weg, dass ich ihn gerade mal sehe, aber ich weiß, dass das gibt, also eigentlich weiß das. Ja, das ist die Frage. Kann ich da durchgehen und alle möglichen Schlüssel einsammeln, ohne irgendeine Tür zu öffnen? Das ist wirklich hier die Frage. Vielleicht.
Okay, ich glaube, ich habe einen verloren. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, ich hätte nicht einen verlieren müssen. Aber ich glaube, ich habe einen verloren. Okay, die schicken einen beide nach oben. Interessant. Naja, ich habe einen verloren, aber ich habe trotzdem definitiv einiges extra. Ich habe eigentlich fast alle extra, weil ich nur einen einzigen verloren habe. Was als Spawn. Ja, was ist, wo ich sagen würde, das war glaube ich nicht so intended. Das Gefühl wäre es, finde ich. Kann man da nochmal durch? Na, hier kommen wir auf jeden Fall hoch. Warte mal, ich habe den da unten gemacht und bin da quasi von da aus hochgegangen, stimmt. Holla, die Waldfee. Okay, ich werde jetzt wieder mehr verbrauchen müssen, weil ich den Skip nicht genommen habe. Aber nee, ist eigentlich irrelevant. Ich meine, ja genau. Ich hätte hier ja den Skip nehmen können. Man konnte ja da drüben. Ich habe den ja quasi da drüben schon gesehen. Weil da hätte man hochspringen können und ihn einsammeln können. Das habe ich ja ursprünglich gemacht gehabt. Aber die Problematik hätte, dass das zu führen hätte, ich wäre hier rausgekommen. Hier wären dann Blöcke im Weg gewesen, die ich dann aufgemacht hätte. Also ich hätte mir keinen Schlüssel gespart dadurch. Das ist quasi relativ vain, was das angeht. Vielleicht hätte ich mir jetzt so gesehen keinen Schlüssel gespart, würde ich jetzt mal was argumentieren. Okay, mal gucken, wie weit es noch geht, bis ich die Erdbeere bekomme. Weil da hinten sehe ich schon die nächste. Okay, hier wird die erste collected. Heißt also auch, dass wenn ich jetzt wieder Dingens mache, dass ich dann wahrscheinlich wieder bei der Erdbeere mache. Und ich komplett am Anfang. Naja. Aber wir haben das Schlimmste hinter uns. Die Tür war das Schlimmste und das haben wir hinter uns. Ich meine, ja, wir werden es nochmal machen müssen, aber. Platin-Erdbeere. Aber das passt schon. Wir haben unsere erste goldene Erdbeere von dem Level eingesammelt. Jetzt auch sehr witzig, wie sie jetzt natürlich hinten ist. Die erste war ganz am Anfang und die ist jetzt ganz hinten. Da wird sie wohl oder übel auch bleiben. Also wenn ich mir die Grafen anschaue, Alter, das Spiel ist auch so laut. Das ist ja echt krank. Ich weiß aber gar nicht, was ich da machen soll. Außer ich mache mich nochmal lauter.
Eigenschaften. 3,7 Dezibel. Ja, keine Ahnung, ich hoffe, das hilft. Das Spiel ist echt. Ich schlage echt nicht so weit aus, wie ich es eigentlich hoffen würde. Aber ich kann es mir gerade nicht wirklich näher an mich ranschauen, weil das eben immer so wirklich fest ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob das. Hä? Oh, okay, das war ja schneller als ich dachte. Jetzt habe ich schon die nächste. Ah, ja, gut. Dann machen wir weiter. Dass ich in between jetzt keine Schlüssel eingesammelt habe, finde ich schon leicht weird, muss ich sagen, aber. Naja. Bin schon auf. Ah, ne, ich bin auf 100, okay. Ich dachte schon, wir kommen ein bisschen langsam vor. Ich weiß noch nicht, warum ich auf 100 war. Ein, aus, aus, ein. Ich hab's doch nicht auf 100 zurückgestellt, oder? Ich hab's doch schon. Das ist eigentlich die andere Sache, die ich mir abgespeichert habe. Zweiter Keyraum straight hoch. Ich habe mir irgendwas in den Schlüssel aufgeschrieben, aber ich weiß jetzt nicht, was das war. Konnte ich jetzt nicht deuten von meinem Schreiber. Ich habe mir irgendwas in der Battle in Boost aufgeschrieben. Bislang haben wir noch keinen Battle in Boost, also. Eventuell. Was ich mir dann nochmal aufgeschrieben habe. Ich könnte natürlich meine ganzen Videos nochmal anschauen, würde ich selber wissen, aber. Ja, so wichtig wird auch schon wieder nicht sein. Ah, schön. Ah, warte. Wenn da so die Wand ist, eine Wand ist, dann komme ich dann definitiv nicht durch. So. Ich glaube, die Temperatur gechanged. Okay, gut, also. Wenn die noch da war, könnte ich dann nicht so ganz. Könnte ich ja eigentlich nicht benutzen. Macht es Sinn, dass er die Temperatur korrigiert, falls sie falsch eingestellt ist. So. Ich hab mir was aufgeschrieben zum Schlüssel straight hoch. Vielleicht war ja der gemeint. Oder auch nicht. Ich bin mir gerade echt ein bisschen unsicher. Wieder ein Schlüsselraum, also vielleicht geht's auch wirklich nicht so weit. Also hier sollte zumindest einer kommen. Und dann hier. Ja, genau, hier. Hier ist wieder ein Schlüsselraum. Ja, komm, gehen wir erstmal runter. So, das ist glaube ich, ja genau, dass kein so einen Schlüssel abgibt, um Schlüssel zu kriegen. Man kriegt einfach einen Schlüssel for free. Danke. Ah ja. Ah, ich glaube, dass hier hinten nochmal ein Schlüssel war. Das war ja irgendwie. Man konnte hier, genau, man konnte hier nochmal nach hinten gehen, da ist hier immer noch ein Schlüssel.
Wenn ich schon mal dran komme. Warte. Da weiter unten ist eigentlich noch ein Schlüssel. Okay. Das heißt wohl, dass der Raum, wo ich eigentlich herkam, zugegangen ist. Achso, der war hier. Okay. Ich dachte, das war der Raum, wo ich herkam. Deswegen. Das war nicht der Raum, wo ich herkam. Das war, ja genau. Hätte ich definitiv nicht alle gebraucht. Naja. Ich habe ja schon extra. Kann also nicht schaden. So. Erdbeere liegt hier so zwischendrin. Goldene. Aber an eine goldene nach der anderen. Richtig krass, man. Hui. 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 Gut, hui. Also, einmal hier durch. Hier lang, hier lang. Ah, die bringen einen, glaube ich, um, wenn man sich bewegt, oder was? Okay, keine Ahnung. Ich bin mir selber nicht mehr sicher, wie genau die funktioniert haben, aber möglicherweise bringen sie es nicht mehr so. Also, solange ich nicht sterbe, ist alles gut. Weil wer weiß, die Tür kann einen ja umbringen. Also, ja, man weiß nicht. Wow. Achso, ich bin in dem Raum respawned.
Ach so. Das ist ja kacke, dass das passieren kann. Das muss ich mir ja von den Platin-Bären ran dann merken.